Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening, wollte ich sagen. Quatsch! Ah! The Wind Waker! Gott, was habe ich denn auf einmal mit Link's Awakening, ey? Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wie ich da gerade drauf gekommen bin. Aber ist okay. Ja, auf jeden Fall, da oben sind wir im letzten Part rausgekommen und jetzt können wir allerdings hier mit unserem schönen Haken, den ich jetzt übrigens mal woanders hingesetzt habe, damit ich nicht ganz hoch... Hallo. Damit ich nicht ganz so... Hallo, Link. Ach so. Okay, da war ich gerade ein bisschen selber blöd. Easy. Ja, ich hatte mich jetzt auf R gesetzt, weil sonst musste ich immer mit einer Hand oder mit zwei Händen den Stick bewegen. Das war total kompliziert und wirre. Und so kann ich das ganz easy peasy machen. Wir müssen nämlich den Bossschlüssel suchen. Und ich habe das Gefühl, dass der hier irgendwo ist. Hallo Kollege, was machst du denn da? Und was machst du hier? Na, was machst du hier? Okay. So, da müssen wir jetzt hin. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da hin? So, gute Frage. Ich weiß, glaube ich, eine gute Antwort. Hoffe ich doch mal. Und zwar würde ich jetzt einfach... nicht das machen. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Moment. Hallo? Hast du nicht gesehen, wie unter der Hängebrücke eine Schatzkiste aufgetaucht ist? Überleg dir, wie du es schaffst, in diesen Raum nach unten zu gelangen. Das weiß ich doch schon. Hoch, Link! Jetzt mal ohne Mist, was machst du denn da? Mein Junge. Jetzt mal ohne Witz. Und du, verrecke. Elendig, bitte. Link, es ist langsam nicht mehr lustig. Es ist wirklich nicht mehr lustig. Okay. Vielleicht damit. Hallo? Okay. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Vielleicht irgendwas damit? Oh! Ja! Ah, hat funktioniert. Ein Glücksamulett. Wow. Wow! Wisst ihr, ich dachte jetzt, wow, das Spiel gibt mir jetzt mal... irgendwas Gutes. Aber, nö. Okay, dann müssen wir uns definitiv in die Mitte stellen und... den hier machen! Ja, easy! Okay, ich hoffe, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich weiß weder, wo wir hier sind, noch was wir hier tun. Hallo? Okay. Ah, I see. Obwohl, da komme ich ja nur wieder darüber. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber will. Ich denke aber schon. Ich hoffe es einfach mal. Ja, doch, bin ich. War sehr gut. Oh, nein, Fledermaus. Fledermaus. Tschüss. Wir sehen uns. Okay. Dann bitte einmal hier.
Okay. Ich sehe. Ne, Moment. Das muss ich anders machen. Da muss ich nämlich definitiv von hier. Glaube ich mal zumindest. Und jetzt kann ich schön nach da drehen und dann da abspringen. Oh mein Gott, das war so knapp. Das war so knapp. Ich bin ein richtiger Risk-Taker. Aber es lohnt sich. Hat funktioniert. Oh Gott, ich rutsch, glaube ich, gerade runter. Oh mein Gott. Okay, ich hoffe, dass wir jetzt langsamer bei dem Boss, bei dem Schlüssel sind. Das wäre nämlich mega schön. Okay. Und dann geht... Ah, ich weiß, was man da machen muss. Ich weiß, was man da... Hilfe! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie hat man das denn nochmal gemacht? Eigentlich bräuchte ich dafür Wasser, aber ich habe keine Ahnung, wo ich Wasser herbekomme. Ich habe wirklich keine Ahnung. Nein, weg. Obwohl, das wäre vielleicht ein gutes Stichwort. Hallo? Kann ich Wasser über dich schütten? Nee. Hallo, guck mich an. Nee, geht auch nicht. Okay, jetzt bin ich wieder verwirrt. Wasser? Hier gibt's kein Wasser. Weg! Oh, ich hab die falsche Taste gedrückt. Moment. Da war doch gerade irgendwas mit A. Ah, ich kann den doch schlagen. Ah, es funktioniert doch. Und dann muss ich den hier draufpacken. Jawohl, genau so. Bleib. Ja, hat funktioniert. Der Bossschlüssel, oder? Jawohl, der große Schlüssel, das ist der Bossschlüssel. Oh, mach ihm den Gar aus. Mach immer doch gerne. Ich bräuchte aber noch mal ein paar Herz. Hallo, Fledermaus. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Herz, aber ich brenne. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Okay. Das Blöde ist, den Boss wollte ich heute in diesem Part eigentlich nicht mehr machen. Ich wollte eigentlich schon den Bossschlüssel holen, aber den habe ich jetzt mega schnell geholt. Ist da jetzt eigentlich irgendwas drin? Wofür ist das denn sonst da? Da ist einfach nichts drin. Wie gesagt, den... Okay, Link. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe keine Ahnung, was der da gemacht hat. Ja gut, auf jeden Fall, den Boss machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Es tut mir wahnsinnig leid, aber das war heute auch gar nicht von mir vorgesehen, den Boss heute zu machen. Ich wollte den Boss nämlich sowieso im nächsten Part machen. Aber ich habe den Schlüssel jetzt halt mega schnell geholt. Ich habe gedacht, das dauert jetzt doch noch ein bisschen länger, weil ich beim ersten Mal, als ich den Schlüssel damals geholt habe, habe ich da mega lang für gebraucht. Ich weiß auch gar nicht, warum. Warum springt der denn nach hinten ab? Jetzt mal ohne Witz. Was ist denn das? Ist irgendwas mit dem falsch in der Birne oder was? Jetzt brauche ich hier doch länger für. Weil der Link einfach ein bisschen
dumm ist heute. Aber ich hatte Gefühl. Aber gut. Dann gehen wir halt erstmal dahin. Und springen dann darüber. Wie sieht's denn damit aus? Vielleicht ist das auch deswegen da. Das kann sein. Jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, ich gehe hier runter. Ich wollte eigentlich die Leiter benutzen, Link. Aber okay, wenn du meinst, du könntest da runterspringen, dann wünsche ich dir dabei viel Glück. Aber bitte ohne mich. Herz? Nee. Schade. Schade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, da kommen wir nie im Leben hin. Okay. Ich dachte, das würde ich schaffen, aber da war ich wohl ein bisschen zu optimistisch. Alter. Ich hasse die Fledermäuse. Das bringt mir gerade gar nichts. Ich brauche ein Herz. Dankeschön. So, Link, bitte benutze die Leiter. Dankeschön. Nein, runter. Bitte geh runter. Bitte. Dankeschön. So, dann einmal wieder hier rum. Dann da drauf. Mich hochpushen lassen. Na komm. Dankeschön. So, dann einmal da. Dann einmal hier rein. Ach ja, jetzt mal wieder hier. Ah, okay, ich weiß wieder, wie ich da hochkomme. I see, I see, I see. Verpisst euch bitte mal. Genau so. Sehr nice, hat funktioniert. Alles super, duper. Ja gut. Dann gehen wir noch hier lang. Gehen wir hier wieder zurück. So, und dann gehen wir auf jeden Fall noch vor dem Bossraum und dann sehen wir uns einfach vor dem Boss beim nächsten Mal einfach wieder. So. Denn der Boss ist nämlich hier. Da können wir jetzt auch easy peasy hin. Weil wir den... Hallo? Ah, jetzt. Dankeschön. Dich lasse ich mal gekonnt da stehen. Dann machen wir noch hier alle Truhen auf. Finden einen gelben Rubin. 10 Rubine wert. Das ist schön. Sag mal, hallo, Link? Link! Jetzt hat er dich erwischt. Ein Ritterwappen. Jeder Schwertkämpfer, dessen Fähigkeit ein meisterliches Niveau erreicht haben, weiß dann, wer zu schätzen. Okay. So, was haben wir hier noch? Oh, das war so eine Fee. Und noch eine Fee. Dann haben wir hier die Boss-Tür. Leute, dann würde ich sagen, wir sehen den Boss im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn das jetzt ein bisschen schnell ging und der Part wahrscheinlich ein bisschen kurz ist. Obwohl ich mich doch ein bisschen dumm angestellt habe, obwohl der Link irgendwie auch keinen Bock hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.